HR ist mehr wie eine Dienstleistung. HR ist für mich Kunst. Ja, herzlich willkommen zu diesem Mini-Video. Wenn du eine beherzte, engagierte Personalfachperson bist und in einer KMU arbeitest und ziemlich breit Personalwesen abdecken kannst, dann stehst du immer wieder vor Herausforderungen, wie zum Beispiel mit den Führungskräften zusammenzuarbeiten, mit den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und damit täglich einen Spagat hinzulegen. Einerseits arbeitest du sehr gut mit Führungskräften zusammen, aber andererseits löffelst du immer wieder die Suppe aus, die man dir einbrockt. Man ist hier Führungskräfte, die gravierende Fehler machen und das HR es wieder einbiegen muss. Tja, dann sind es die Mitarbeitergespräche, schwierige Gespräche, wo negative Nachrichten zu überbringen sind, die dir Bauchweh machen. Dann hast du einen sehr großen Gerechtigkeitssinn, der dir immer wieder in die Quere kommt. Du möchtest gelassener, professioneller und zeitsparender arbeiten. All das kannst du in meinen Newslettern erfahren, in meinen Blogs, die ich wöchentlich absetze. Und wenn es wirklich brennt, kannst du auch ein Impulsgespräch per Skype mit mir abmachen. Weiterhin werde ich bald schon Webinare anbieten, die gerade dieses Thema abbrechen. Ja, du sollst an meinen 20-jährigen Erfahrungen profitieren. Das Rad muss nicht neu erfunden werden, nein, du kannst wirklich an Wissen andocken und das möchte ich dir weitergeben. Aber ich möchte dich auch coachen, damit du erfolgreicher bist, damit du gelassener wirst und damit du deine HR-Arbeit mit Spaß verrichten kannst. Wer ist das? Wer dir das hier erzählt? Ja, mein Name ist Diana Roth und ich bin gelernte Personalfachfrau und habe in vielen Firmen im KMU gearbeitet. Und seit 10 Jahren habe ich mich auf Personalfachpersonen spezialisiert und coache die. Ich finde, mit Personalfachpersonen, mit Frauen, die im Personalwesen arbeiten, ihre Lösungen, die umsetzbar sind und die funktionieren. Also, abonniere meinen Newsletter und du wirst alles weitere erfahren. Du kriegst die Blogs frei Haus und du wirst eingeladen zu den Webinaren. Also, meine Adresse www.dianarothcoaching.com. Alles weitere siehst du auch hier drunter, denn hier hat es einen Button und da kannst du einfach ranklicken. Also ich freue mich auf bald. Diana.